Willkommen zurück zu Homeworld 3. Ich bin Dennis und wir haben ein Hühnchen zu rupfen mit einem Trägerschiff. Das ist hier hinten der Kollege da. Wupp, gehen wir mal hin. War nicht so beeindruckend, vor allen Dingen verglichen mit meinem riesigen Mutterschiff nicht. Aber immer noch eine Gefahr und deswegen müssen wir uns darum kümmern. Vor allen Dingen, weil er nicht alleine ist. Das Trägerschiff tut, was ein Trägerschiff tut. Es trägt nämlich Einheiten und die kommen jetzt hier angeflogen. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir unsere Bomber vielleicht irgendwie hier rüber schicken, damit sie sich vielleicht so ein bisschen von hinten dem Trägerschiff nähern können. Ich würde die jetzt einfach mal hier entlang fliegen lassen. Wir haben 20 Bomber das letzte Mal gebaut und die nutzen wir jetzt mal entsprechend. Und die anderen Kollegen von uns, also die Aufklärer und Abfangjäger, die greifen jetzt mal seine Jäger an. So, und jetzt schauen wir mal, ups, wie das klappt. Ich will immer die Leertaste drücken, um die Pause aufzuheben. Aber das ist doch jetzt genau das, was wir uns alle wünschen von so einem Homeworld. Zack, 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 zack. Zwei Flotten fliegen aufeinander zu. Und warum machen die hier gar nichts? Weiß man nicht. So, das hat jetzt hier ganz gut funktioniert. Die Bomber fliegen jetzt mal hier zur Seite und das Mutterschiff kämpft ein bisschen mit. So, das Mutterschiff fliegt jetzt bitte mal da hoch. Ich finde, das sieht so ein bisschen albern aus, wie das da unten eingeklemmt ist. Ja, deswegen, das bewegt sich jetzt mal entlang dieser Megastruktur hier nach oben, am besten ohne sich zu verhaken. Das wäre gut. Und, ja, Kamera, wo willst du hin? Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. So, da will ich nämlich hin zu meinen kleinen Bombern. Und die können sich jetzt mal hier... Oh, da ist einer, da versteckt sich jemand. Da versteckt sich eine Fregatte, die hat aber nicht viel zu melden gegen meine Bomber. Und jetzt machen wir bitte einen Anflug. Versteckt hinter diesem Metall-Dingsi-Bumsi. Dieser riesigen Metallplatte, die hier im All schwebt. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Nein! Da! Ja! Gar nicht gut. Gar nicht gut. Nein, jetzt sind wir committed. Angriff. Angriff. Shit, ich hab nicht bedacht, dass dort noch kleinere Schiffe sein könnten. Es war ein grober taktischer Fehler. Fight. No winning for us. No winning. Ach, jetzt ist automatisch Pause hier irgendwie, aber nein. Only survival in chains. Okay, also sie wissen, dass das eine Selbstmordmission ist. Warum guckt das jetzt so krass? Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Es tut mir leid. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder, wenn die Schiffe hier alle kaputt sind. Das ist ja wirklich... Was ist das für ein Mist jetzt? Macht mal hier erstmal das Ding hier weg. So, da oben war noch eine Fregatte. Also hier habe ich auf jeden Fall offensichtlich ein technisches Problem. Es läuft immer total flüssig und dann hat es diese kurzen Ruckler alle paar Sekunden. Da werden wir bestimmt noch irgendwie eine Lösung für finden. Was passiert hier auf jeden Fall gerade? Aber jetzt besiegen wir erstmal den Träger. Zack, 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 weg ist er. Kabum. Wer sind seine Söhne? Sind die gefährlich oder sind das nur so Luschen? Raider Carrier down. Clear the field of remaining hostiles and prepare for hyperspace. Irgendwie hat der Carrier für die Ruckler gesorgt. Warum auch immer. Ah,
Hier oben ist noch eine Salvenfregatte, also eine Raketenfregatte. Die können wir vielleicht auch entleben, wie man hier sagt. Aber das ist genau das, was wir jetzt tun. Zack. Jetzt lebt sie nicht mehr. Sie ist entlebt. So, dann können wir ja jetzt eigentlich durch das Tor fliegen. Sensors clear. Alle mal zurück zum Schiff. So, haben wir denn jetzt hier noch Ressourcen, die abgebaut werden müssen? Oder macht das Spiel das von alleine? Fleet-wide comms open. Attention all personnel. You have each just received a mission briefing. Contained within are the most up-to-date details about this morning's hyperspace attacks. Nothing is redacted, because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the Fifth Fleet's mission. Discover the source of the anomaly, and stop it once and for all. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Many of you are feeling overwhelmed, doubting yourselves. But ask yourselves this, Fleet. How does doubt stack up to Higaran training? Where does doubt hide in the most advanced mothership ever created by Higaran hands? And who would follow a course laid by doubt when we already have the finest navigator of our generation? I have no doubt. We will succeed. Intel out. Do you truly believe that, Isaac? Believe what? What you just told the fleet. Out there, in battle, doubt can kill you just as fast as hard vacuum. They need you to bury yours, so they can overcome theirs. So, we lie to them? Whatever it takes to complete the mission. We have orders. The quantum tunnel is stable. Stand by for gate commitment on my mark. Damping fins to gate transit configuration. Dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt wieder auf der Südseeinsel landen, während des Sprungs. Also, das ist ja eine andere Art Sprung. 3, 2, 1, Mark. Collision warning. Full reverse. Thrusters at 10%. Engineering, where's the weakest point of a heavy freighter? Right behind the nose section. It's all conduits and baffles. Collision imminent. Imogen. She'll hold. Brace for impact. Spektakuläre Ankunft. Also, wer bis jetzt noch nie mitbekommen hat, dass wir jetzt in diesem System gelandet sind, der weiß es jetzt. Command. Are you okay? The mothership has sustained heavy damage. Contingency is enabled. Das müssen wir wohl erstmal reparieren, würde ich vermuten. Heieiei, das sieht nicht gut aus. Systems offline. Und this is definitely not Noctua 27. Nee. Imogen. Woher wissen wir? What's your status? Damage assessment. Sieht auf jeden Fall cool Mothership aus. Mothership life support and mainline subsystems green. All other systems minimal. Na, immerhin. Furthermore, two of our three synthetic cores are offline. One remains operational. Understood, Command. We appear to be in a large debris field inside the nebula that is blocking our sensors. What's the status of the gate? The gate has power down. It's dead. Das ist ja nicht so gut. Also wir kommen nicht zurück. Zumindest nicht durch denselben Weg.
Gate ID indicates we're at Kala Terminus. An isolated gate on the ancient outer rim route. It was one of the first gates lost to the anomaly. Which means we are crippled deep in the territory of whatever has been shutting down the gate network. The odds of this being a coincidence are minimal. Do you think this is what happened to Karen and the Fifth? There's no way to tell, Isaac. The wreck of the car said you could be in any of the nebula densities, and we would never know unless we crashed into her. Be advised, this interference is blocking sensors in the local area. We're blind and vulnerable. The car Kushan has sustained severe hull damage. Build support frigates and initiate repairs to the mothership immediately. Jetzt lernen wir endlich, wie man Sachen repariert. Frigate production base must be brought online. Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, ob wir nur mit den Support-Fregatten das machen können. Scheinbar ist das so. Dann wollen wir da doch mal entsprechend Folge leisten. Ich fliege mal hier runter zu den Ressourcen mit einem meiner Trupps, um mal zu schauen, ob wir die vernünftig abbauen können. Ansonsten bauen unsere Einheiten hier erstmal dieses Ressourcenlager ab. Oh ja. Da sind Gegner. Wer sind die denn jetzt? Das sind ja bestimmt keine Piraten. Wir sind ja ganz woanders im Weltall. Attention. Attention. Unidentified units have emerged from the nebula at speed and are inbound. Prepare for contact. Let's try diplomacy first. Opening comms. Das klappt bestimmt. Incoming vessels. This is the Hagaran mothership, Karkushan, on an open channel. Ships. It's the sign of Sujuk. I don't think they came to talk. They're testing us for weakness. Prepare for hostile contact. Wo sind sie denn jetzt? They may not be talking to us, but I can hear them talking to each other. Nothing I recognize, though. Try the historical database. Given that sigil, narrow it to the progenitors. Ich baue mal gleich zwei Begleitfregatten. In open space, we are exposed, but we can use the sensor interference from the nebula to our advantage. Move the mothership to this location within the nebula. Be advised, the metallic content of this nebula will make us invisible on enemy sensors. But if our enemies get close enough, they can still visually ID us. Okay. All hands, maintain combat readiness. Continue sensors monitoring. They're out there. Somewhere. Somewhere. Ich frage mich, ob es Sinn macht, das Mutterschiff erst ein bisschen zu reparieren oder erst dahin zu schicken. Support frigate construction complete. Use them to repair the mothership immediately. Dann wollen wir das doch mal machen. Also wir haben jetzt eine Begleitfregatte, die soll jetzt hier mal das Mutterschiff reparieren. Ja, wer waren denn nochmal die Sajuk? Die Sajuk war, glaube ich, hieß nicht so auch das Schiff, was am Ende von Teil 2 die Karen Sajet übernommen hat? War das ein Progenitor-Schiff? Intel, our attackers are using a derivative of an ancient progenitor dialect, implementing a translation protocol. That explains their tech. Support frigate is now ready. Ja, ich habe zwei gebaut, das heißt, es sollte jetzt ganz gut gehen hier eigentlich mit zwei Fregatten. Wie sieht eigentlich unsere Einheitengeschichte lang gerade aus? Ich baue mal noch 6 Abfangjäger. Zack, 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 zack. Damit wir hier noch auf 25 kommen. Man sieht auch, unser Einheitenlimit wurde jetzt so ein bisschen erhöht. Wir hatten ja eben noch ein Einheitenlimit von 30 Aufklärern. Das hatte ich ja voll ausgeschöpft. Jetzt sind es ein paar mehr geworden. Das ist doch schön. Das explodiert.
explodiert denn da im Hintergrund? Das klingt irgendwie unangenehm. Irgendwie so ein bisschen random, oder? My board show green for main drives. Engines now online. Good work, repair teams. Können wir hier runterfliegen? Are we hyperspace capable? Our remaining core is in bad shape. Casing cracked. Power conduits sheared. Protocols crashed. And that's just what we can fix. Understood. Flagging all your damage control requests as priority one. We are in unknown territory, and we need to be able to jump at a moment's notice. Wir sehen auch nichts. Unsere Sensoren sind beschädigt und wir sind in diesem Nebel. So, alle meine Schiffe, bitte mal das Mutterschiff verteidigen. Danke. So, ihr umschwirrt jetzt bitte mal das Mutterschiff. Wir entfernen uns jetzt nicht irgendwie weit davon. Wie sieht's hier mit den Kollegen aus? Haben wir hier alles abgebaut? Dann kommt ihr mal bitte auch mit dem Mutterschiff. Wieso haben wir denn jetzt die Begleitfregatte hier zurückgelassen? Die darf ja wohl mal mitfliegen und weiter mitreparieren. Achso, weil die langsamer sind. Ja, das ist natürlich dann blöd. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass auf dem Weg zu unserem neuen Versteck nicht massenweise Gegner lauern. Core physical repairs are as good as they're going to get without help. Cybernetic systems are still failing, but I have a few more ideas. Acknowledged. Notify me as soon as we are hyperspace capable. We don't want to be in this trap system any longer than we have to. Immerhin sind wir bald schon halb repariert. Das ist, hilft ja schon mal ein bisschen, dass ich mich etwas sicherer fühle. Was kommt jetzt? It's clear now we have fallen into a trap. One moment we were on course for the Noctua 27 system, and the next, something forced a hyperspace exit into our quantum waveform and dropped us through the Kala Gate. I can't imagine the power that would take. But now that I know how the progenitor tech they're using feels, I can modify our field amplifiers so it never happens again. Unfortunately, at this point, it doesn't matter how prepared we are. Because we'll never make it to our objective on one partially operational core. According to our historical data, the only gate with a progenitor facility capable of repairing our cores is located in the Naraka Gate complex. With only one functional core, Naraka is now out of range. So we will have to use the Trinity Gate to get there. Okay, we must also einen kleinen Umweg gehen. They've been shadowing us since we arrived in system. The attack will come when it's optimal for them. We must gather resources and reinforce our fleet. Concentrations of resources are located here. Deploy resource controllers to these locations immediately. So, wir haben 45% erreicht, das ist doch schon mal schön. Ich tue jetzt tatsächlich mal erstmal nicht, was das Spiel sagt, sondern ich baue erstmal die Ressourcen ab, die nicht hier im Nebel liegen, sondern wo ich ein bisschen mehr Sicht drauf habe, die hier oben vorhanden sind. Was ich jetzt daraus mitgenommen habe aus der Zwischensequenz ist, wir sollten eigentlich nicht hier landen, also das Tor, durch das wir geflogen sind, war tatsächlich auch ein Stargate, wie in der TV-Serie oder im Film. Man kann das woanders hin umlenken. Also man kann sozusagen aussuchen, wo man hin will. Es ist nicht ein Tor, was mit einem anderen Tor verbunden ist, sondern es ist wirklich ein Netzwerk. Und wir wollten eigentlich nach Nocturne 27 oder wie das System heißt, da wo mutmaßlich, soweit ich jetzt verstanden habe, Karen Sajet damals vor 20 Jahren mit ihrem Schiff verschwunden ist und ihrer Flotte. Und wurden jetzt umgelenkt von wem auch immer die hier sind, die Sajuk. Oder zumindest Leute, die irgendwas mit den Sajuk zu tun haben. Und das sind, soweit ich verstanden habe, oder mich erinnere, die Vorväter, ne? Also die Progenitors sind die Sajuk
sind das die Vorväter oder sind das nur irgendwelche Leute, die mit denen zu tun haben? Also es ist auf jeden Fall, nutzen die ja hier diese uralte Technologie, die, so klingt es, unserer higaranischen jetzigen Technologie überlegen ist. Klingt unangenehm, ist aber so. Gut, ja, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was wer wie was Sajuk sind. Und ob ich mich da richtig erinnere, dass das die Vorväter sind, die Progenitors, oder wer die ansonsten sein könnten. Wir reparieren jetzt mal unser Schiff weiter und sammeln noch ein bisschen Ressourcen ein. Dann baue ich meine Flotte etwas weiter aus noch. Ich meine, wir haben ja hier noch ein bisschen was offen. Ich kann ja noch ein paar Jäger bauen und ein paar Bomber. Und dann gucken wir mal, dass wir die Ressourcen hier unten angehen. Ich nehme an, dass wir dann angegriffen werden. Oh, wir können gar nicht mehr Angriffsschiffe bauen. Guck mal, wir können nur 75 maximal bauen. Ah, okay. Na, dann müssen wir uns gleich an die Ressourcen machen. Aber erst in der nächsten Folge. Jetzt gibt's eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.